bismihi subhanahu. Neun Menschen sind vor einem Jahr gestorben und wir verstehen nicht warum. Was wir aber verstehen ist, dass Hass, Rassismus und Vorurteile den Weg zu solchen Gewalttaten bereiten. Der Mörder lebte in der Nachbarschaft und doch in einer anderen Welt. Aus diesem Grund brauchen wir das House of One. Das House of One steht für ein friedliches Miteinander. Juden, Christen und Muslime bauen ein Haus der Verständigung, ein Bet- und Lehrhaus. Ein Haus mit einem gemeinsamen Kuppelraum, um Frieden mit einer Synagoge, einer Kirche und einer Moschee und alles unter einem Dach. Dieses Bild in diesem Moment ermöglicht uns einen Einblick in die ersehnte und angestrebte Vielfalt des House of One. Wir beten Seite an Seite, je in eigener Tradition. Ein Jahr liegt der furchtbare, todbringende Anschlag nun zurück. Ein Jahr, in dem die Familien und Freunde der Opfer alles zum ersten Mal ohne die Verstorbenen erleben mussten. 365 Tage und Nächte voller Trauer. Wir kennen sie nicht persönlich und wir können nicht bei ihnen sein. Aber wir vergessen sie nicht und möchten für sie und mit ihnen beten. In diesen Minuten wird zum Gedenken an die Opfer am Friedhof in Hanau der Koran zitiert. Im Gebet sind wir hier in Berlin mit ihnen und mit allen, die an sie denken, verbunden. Beten, nicht Rache, ist unsere Antwort auf den Hass, der Mitmenschen zu Feinden macht. Und so bitten wir um Frieden und Vergebung und bringen auch den Täter, der sich selbst ermordete, vor Gott. Hanau, eigentlich eine schöne Stadt in Deutschland. Hanau, nach dem 19. Februar 2020, Synonym für den Mord an neun unschuldigen Menschen. Ihr Lachen, ihre Weisheit, ihr Leben fehlen nicht nur ihren Familien und Freunden, sondern allen, die das Privileg hatten, sie zu kennen. Mögen wir alle ihnen ein Denkmal setzen, ein Denkmal des Zusammenlebens in Hanau und überall andernorts. Lasst uns beten, lasst uns hoffen für ein Zusammenleben aller in gegenseitigen Respekt und Frieden. Hassreden sind ein ernstes gesellschaftliches Problem in vielen Ländern geworden. Selbst wenn diese nicht immer zu Gewalttaten führen wie in Hanau, verfolgen sie doch das gleiche böswillige Ziel, anderen zu schaden. Solch eine Menschenrechtsverletzung darf nicht ignoriert werden. Niemand würde auf Vorurteilen begründete Gewalt gegen sich oder seine Familie tolerieren. Umso wichtiger ist es, dass wir uns darum bemühen, andere zu verstehen und uns in sie hineinversetzen. Ohne solche Bemühungen können sich gerade in Krisenzeiten unsere eigenen Vorstellungen von Frieden und Gerechtigkeit verschieben und zu einer Bedrohung für das Leben und die Würde anderer entwickeln. Wenn Frieden und Gerechtigkeit durch übermäßige Ich-Bezogenheit als aufteilbar wahrgenommen werden, können sie leicht als Rechtfertigung für Unterdrückung und Gewalt gegen andere missbraucht werden. Um menschliches Leid zu beseitigen, ist es erforderlich, dass wir mehr Solidarität untereinander entwickeln. Jede und jeder von uns kann einen Beitrag zu mehr Zusammenhalt leisten, indem wir durch Dialog neue Freundschaften knüpfen. Durch persönlichen Kontakt und wiederholten Austausch lernen wir das Leben der anderen kennen. Selbst wenn wir die Bedeutung von Attributen wie Religion oder ethnische Zugehörigkeit erkennen und wertschätzen, lassen wir in der persönlichen Begegnung nicht zu, dass dies das Einzige ist, was wir sehen. Wir sind alle Teil der gleichen Menschheit
und wollen uns in gegenseitigem Respekt begegnen. Respekt, Dialog, Zusammenhalt ist der Leitgedanke des Berliner Forums der Religionen, in dem Menschen unterschiedlichsten Glaubens zusammenarbeiten. Wir, die Mitglieder des Forums, gedenken der Opfer des Anschlags in Halle, in Hanau, ihrer Angehörigen und Freunde. Auf der Basis unserer religiösen Grundlagen wenden wir uns entschieden gegen jede Form von Gewalt. صورتك مرسومة في كل المعابر يا راحل بالألم وتركت الجرح غاير واسمك مكتوب في الشمس في البحر على كل المنابر اسمك مكتوب في الشمس في البحر على كل المنابر يا هناو ننادي بعل الحناجر يا ويلهم يا ويلهم يا ويل رصاصهم الغادر الفرح سائد سعادة وهنا وضوى تراقص ليل السماء شباب حالم في عمر الزهور راسم للآتي بهجة وسرور وفجأة صراخ عويل ودماء وكره بيخنق صمت السماء وفجأة صراخ عويل ودماء وكره بيخنق صمت السماء ماتوا اللي كانوا معانا يا أم ماتوا الأبرياء ماتوا اللي كانوا معانا يا أم ماتوا الأبرياء صورتك مرسومة في كل المعابر يا راحل بالألم وتركت الجرح غاير واسمك مكتوب في الشمس في البحر على كل المنابر اسمك مكتوب في الشمس في البحر على كل المنابر يا هناو ننادي بعل الحناجر يا ويلهم يا ويلهم يا ويل رصاصهم الغادر Wir gedenken der Toten des Terroranschlages in Hanau. Möge die Welt in ihrem alltäglichen Kampf gegen Grausamkeit und Vorurteile aus ihrem Tod Kraft schöpfen für ein Zusammenleben in Frieden und Respekt. Wir gedenken Fatih Saracoglu, Kaoyan Velkov, Mercedes Kirepatsch, Said Nessar Hashemi, Hamza Kurtovic, Willi Viorel Paun, Gökhan Gürtekin, Ferhat Unvar, Sedat Gürbüz. Ihre Namen mögen nie vergessen werden. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Gott allen Trostes sei mit uns. Wir nehmen Anteil an dem Tod der 9 Menschen. Sie sind vor einem Jahr in Hanau ermordet worden. Wir denken an die Opfer, ihre Familien, Freundinnen und Freunde. Wir beten.
Gott, du bist bei den Menschen, die trauern. Wir bitten dich für alle, denen das Herz schwer und deren Welt dunkel ist, für die bei dem Anschlag getöteten Menschen und ihre Lieben. Für die Menschen in Hanau bitten wir dich, für die Bewohnerinnen und für die Gäste der Stadt. Behüte und tröste. Wir bitten dich für alle, die sich um unser Zusammenleben sorgen, für die, die sich für ein gutes Miteinander von Menschen unterschiedlicher Anschauung, Herkunft oder Religion einsetzen. Wir bitten dich für alle, die trösten möchten, die Verständigung suchen, die sich mit uns nach Frieden sehnen. Wir bitten dich für die, die Verantwortung tragen für das Wohlergehen der Menschen. Gott, wir bringen auch unsere Schattenseiten vor dich. Wir bitten dich für alle, die Schuld auf sich geladen haben, für uns. Stärke uns, stärke in uns die Kraft der Versöhnung. Gott, du bist an der Seite aller Menschen. Du bist ein Gott des Friedens und der Versöhnung und des Trostes. Lass uns deine Nähe spüren. Amen. Barmherziger Gott, du Hoffnung der Trauernden, hilflos stehen wir dem Sterben deiner Kinder gegenüber. Gib du ihrem sinnlosen Tod einen Sinn und führe sie in dein Reich der Liebe und des Friedens durch Christus, unseren Herrn. Zum Paradiese mögen Engel euch geleiten, die heiligen Märtyrer euch begrüßen und euch führen in die heilige Stadt Jerusalem. Die Chöre der Engel mögen euch empfangen und durch Christus, der für euch gestorben ist, soll ewiges Leben euch erfreuen. Mit Adonaion anabapsum Christe, das Psychas των Δούλων σου, εν Θαού Κρέστη πόνος, που λείπει ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελευτήτος. Gott aller Seelen und aller Leiber, der du den Tod zertreten, den Teufel besiegt und der Welt das Leben und die Hoffnung geschenkt hast, bringe zur Ruhe, Herr, auch die Seelen deiner entschlafenen Diener am Ort des Lichtes, am Ort des Ergrünens, am Ort der Erquickung, wo entfliehen aller Schmerz, alle Trauer und Klage. Jede Sünde, die sie in Worten, Werken oder Gedanken begangen haben, vergib ihnen, du gütiger und menschenliebender Gott. Denn allein du bist ohne Sünde. Denn du bist deine Gerechtigkeit gilt in Ewigkeit und dein Gesetz ist die Wahrheit. Möge die Liebe Gottes unser aller Trost in dunklen Zeiten sein und möge uns geleiten durch schwere Momente in unserer Zeit. Amen. Gütiger, barmherziger und liebender Gott, als deine Kinder und in verschiedenen Religionen beten wir Menschen zu dir. Du hast uns aufgegeben, so zu leben und zusammenzuarbeiten, dass dein Reich auf unsere Erde komme. Mache uns zum Werkzeug deines Friedens, indem wir zum Wohle aller zusammenwirken. Sehe aus in uns deine Liebe zu allen Menschen. Nimm den Geist der Spaltung von uns und schenke uns Einigkeit in deiner Liebe. Nimm die Dunkelheit des Hasses und den Geist der Feindseligkeit von uns fort. Schaffe in uns Verständnis und gegenseitigen Respekt, ungeachtet der Unterschiede zwischen uns Menschen, Völkern und Religionen. Lass dein göttliches Licht in unserem Leben sichtbar sein, wie auch im Leben aller, denen wir begegnen. Amen.
Lord, make us an instrument of your peace. Where there is hatred, let us sow love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is darkness, light. Where there is despair, hope. Where there is sadness, joy. Divine Master, grant that we may not so much seek to be consoled as to console, to be understood as to understand, to be loved as to love. For it is in giving that we receive, it is in pardoning that we are pardoned, and in dying that we are born to eternal life. Amen. Barmherziger Gott, all unser Mitgefühl, die Tränen und das Leid der trauernden Familien, all unsere Hoffnung auf deinen Trost und deine Vergebung bringen wir vor dich und nehmen sie mit hinein in das Gebet Jesu Christi. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Friede Gottes bewahre und umhülle uns alle. Amen. Gewalt lässt alle erzittern, das eigene Leben ist jedem lieb. Wer sich in andere hineinversetzt, kann niemanden töten oder zum Töten veranlassen. Das Leben ist wie eine Kette. Alle Dinge sind miteinander verbunden. Wenn ein Glied geschädigt wird, sind auch die anderen Glieder betroffen. Das Leben eines jeden Einzelnen ist ein unschätzbarer Schatz, der mit unendlichen Möglichkeiten gefüllt ist. Nichts ist kostbarer oder von größerem Wert. Niemand hat das Recht, andere dieses kostbarsten Schatzes des Lebens zu berauben. Nam Myoho Renge Kyo. Tum Thakur Tum Peer Das, Jio Pin Sab Teri Ras, तुम मात पिता हम बारक तेरे तुमरी कृपा में सुख घनेरे कोई न जाने तुमरा अंत ऊंचे ते ऊंचा पगवम सगल समग्री तुमरे सूत्र तारी तुमते होए सो आज्ञाकारी तुमरी गतमित तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी सबे जिए संभाल अपनी मेहर कर. Dear Lord, you are our master. I offer this humble prayer to you. You are our mother and father, and we are your children. Dear Lord, please bless us with your kindness and protect your creation. Please bless your creation with peace and give us courage to face the the tragedies. May the departed souls rest in peace. Waheguru Ji ka Khalsa, Waheguru Ji ki Fateh. Unser gemeinsames Fundament. In jedem von uns schlägt ein edles Herz. Das Herz ist die Ursache und unsere besten Bestrebungen mögen diese uns selbst oder anderen gelten. Es verleiht uns die Kraft und den Mut, unseren Hoffnungen nachzugehen. Mag unser Edelmut auch manchmal verdeckt sein von kleinlichen Gedanken oder blockiert durch verwirrte oder verwirrende Gefühle. Unser edles Herz schlägt trotzdem weiter in uns, bereit sich zu öffnen und der Welt dargeboten zu werden. Unser Ziel ist es, dieses edle Herz in uns zu entdecken und uns mit ihm zu verbinden, so dass es zum Ausgangspunkt all unseres Tuns und Fühlens wird.
Wenn wir alle Blockierungen überwinden, kann dieses Herz die Welt verändern. Der 17. Kamapa. Es folgt noch ein Gebet in tibetischer Sprache. Ema ho ngotsa sanje nangwa ta ye dang ye so jao tu je chen po dang yindu senpa tu chen top nam la sanje jan senpa me kor ji kor da chi ngotsa rpak do me pa ye de wa chen she jao e shin kan der Dagni dine sebe jorma tanke wa shinji parma chepa. Deru chene nande shedon shonde ke dage men laptan pandi. Chuju sanje jan sendan jiki ngayme drombar jinji laptusun. Teyata pensandriya avabodanaya swat. Aha. Dankeschön. Yeya tamam prabhadyante tamstatai va bhajami aham mamavat manuvartante manushya partha sarvashaha. Wer aller Wesen Glück und Leid wie eigenes Glück und Leid erlebt, der Wesen Gleichheit deshalb kennt, sich zur Vollkommenheit erhebt. Om Shanti, Friede sei mit allen. Aus den Schriften Baha'u'llahs und Abdu'l-Baha's. Liebe ist Licht, wo immer sie wohnt, und Hass ist Finsternis, wo immer er nistet. Das erhabenste Wesen spricht, o ihr Menschenkinder, der Hauptzweck, der den Glauben Gottes und seine Religion beseelt, ist, das Wohl des Menschengeschlechts zu sichern, seine Einheit zu fördern und den Geist der Liebe und Verbundenheit unter den Menschen zu pflegen. Lasst Religion nicht zur Quelle der Uneinigkeit und der Zwietracht, des Hasses und der Feindschaft werden. Dies ist der gerade Pfad. Die feste, unverrückbare Grundlage. Hazu tamim polo kichol tachaf mishpat. Gott, unser Fels und unser Hort, du bist gerecht in all deinen Wegen und barmherzig in all deinem Tun. Hazu tamim bechol po'al. Gott, unser Fels, du beendest Leben und du spendest Leben. Du führst hinab zum Grab und du erhebst die Seele zum ewigen Leben. Hazu tamim bechol ma'ase. Gott, unser Fels, in deiner Hand steht unser Leben. In deiner Hand sind alle Seelen auf ewig. Allgütiger Vater, du lässt die, die in deinem Ebenbild erschaffen, nicht verlöschen, denn bei dir ist Erbarmen. Tzadik bechol rachav hatzu tahamim. Ob der Mensch ein Jahr lebt, ob er viele Jahre lebt, er geht dahin. Doch das, was seine Seele hier bewirkt hat, das hat Dauer. Die Liebe, die ein Mensch gegeben hat, das, was er bewirkt hat, des Menschen Werk, ist unvergänglich. Sein Ruf ist beständig. Adonai Natan, Adonai Lahakach, Yehishem Adonai Mevohora, Amen. Imam Abdullah Hajir, bitte. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Islam,
wie alle anderen Religionen, ist Frieden. Wir beten herzlich und aufrichtig mit für die Opfer des terroristischen und grausamen rassistischen Anschlags in Hanau. Für die Opfer, dass Gott ihnen sein Erbarmen schenkt. Für die Familien und Angehörigen, dass Gott Allah ihnen viel Kraft, Gesundheit und Geduld gibt. Für uns selbst, dass wir fähig werden, die Sache wahrzunehmen und erzunehmen und gegen jeglichen Rassismus sprachlich, gedanklich und auch mit Taten vorzugehen. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Oh Allah, wir beten dich an, das Land Deutschland, die Kinder, die Menschen vor Rassismus, vor Terror zu schützen und uns dafür einzusetzen, dass wir das alles hindern und zum Stoppen bringen. Salamu alaikum. Amen. Bismillahirrahmanirrahim. Als Mutter kenne ich den Schmerz in meinem Herzen, wenn einem meiner Kinder etwas zustößt. Wie groß muss der Schmerz der Mütter und Väter sein, die ihre Kinder von einem zum anderen Moment verloren haben? Wie geht es ihnen, dass ihnen keine Aufmerksamkeit geschenkt wurde? Wie geht es ihnen, wenn sie gefragt werden, ob ihr Kind vielleicht etwas damit zu tun hatte, dass es ermordet wurde? Ja, Allah, Ya Wadud, du bist der Liebende. Ya Khabir, du bist der Kundige. Ya Salam, du bist der Frieden. Al-Alim, du bist der Allwissende. Ya Samad, du bist der Unabhängige. Dein ist aller Lob und aller Dank. Ya Allah, du siehst den Schmerz und die Trauer. Ich bitte dich um Erleichterung der Betrübten und schmerzhaften Herzen dieser Angehörigen, die nicht nur ihre Töchter und Söhne verloren haben, nein, sie haben ihre Existenzen verloren und schwimmen in einem See ohne erkennbares Ufer. Schenke den Familien Hoffnung und Zuversicht. Ja Allah, schenke uns allen deine Barmherzigkeit und deinen Schutz. Preise Allah, wenn ihr am Abend seid, und wenn ihr am Morgen seid, und ihm sei das Lob in den Himmeln und auf der Erde, und gegen Abend und wenn ihr Mittag habt. Er lässt das Lebendige aus dem Toten erstehen und lässt das Tote aus dem Lebendigen hervorgehen. Und er belebt die Erde nach ihrem Sterben, und gleicherweise werdet ihr hervorgebracht. Inna ilayhi wa inna ilayhi raji'un. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullah. A'uzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa la tastabil hasanatu wa la sayyi'ah. Idfa billati hiya ahsanu fa idzal ladzi bainaka wa bainahu. الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. Das ist ein Vers aus dem Heiligen Koran, Vers Nummer 35 aus Kapitel Nummer 41. Die Übersetzung lautet: Gut und Böse sind nicht gleich. Wehre das Böse mit dem ab, was das Beste ist. Und siehe, wenn Feindschaft zwischen dir und einem anderen war, so wird der wie ein warmherziger Freund werden.
Allahumma antas salam wa minkas salam wa tabarakta ya zal jalali wal ikram. O Allah, du bist Frieden, von dir ist Frieden, gesegnet bist du, o Besitzer von Majestät und Ehre. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma, lehre uns die Worte deines geheiligten Verses. O ihr Menschen, wir haben euch ja in einem männlichen und einem weiblichen Wesen erschaffen und wir haben euch zu Völkern und Stämmen gemacht, damit ihr einander kennenlernt. Allahumma, öffne unsere Herzen und ersetze in unseren Herzen den Hass durch Liebe, die Gewaltbereitschaft durch Friedensbereitschaft, die Angst durch Zuversicht. Fülle unsere Herzen mit Mitmenschlichkeit, mit Geschwisterlichkeit und erfülle uns mit Licht aus deinem Licht, mit Weisheit aus deiner Weisheit. Lehre uns deine Liebe, aus deiner Liebe, unsere Nächstenliebe. Lass uns aus dem Leid der anderen unseren Mitleid erkennen. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Barmherziger Gott, wir bitten dich, schenke den Hinterbliebenen Kraft und Trost. Lass ihre Herzen Frieden finden, in dem Wissen, dass ihre Angehörigen bei dir Zuflucht gefunden haben. Gnädiger Gott, lass den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft wachsen und lass nicht zu, dass der Hass erneut solch eine Ungehörigkeit schafft. Allahumma amin ya rabbal alamin. As-salatu was-salamu alayk ya sayyidana ya rasul Allah. As-salatu was-salamu alayk ya sayyidana ya habib Allah. والحمد لله رب العالمين يا الله يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. Lasse es nicht zu, dass Hass, Gewalt und Terror uns überwältigen. Gebe allen friedfertigen Menschen die Kraft, sich dagegen zu wehren. Halte uns stets auf dem Pfad des Friedens und lasse uns lediglich den Frieden als Lösung erkennen. Verleihe den Hinterbliebenen der Opfer in Hanau Kraft. Lasse uns dem Terror, sei es auch individuell oder auch kollektiv, nicht ergeben. Befreie Hanau, befreie Deutschland, befreie die Welt vor jeglicher zerstörerischer und leidbescherender Gewalt. Amin, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima labbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Zweifellos, wir sind Gottes und zu ihm kehren wir heim. Amen.